Es geht wieder los mit der Champions League. Lang haben wir drauf gewartet und diese Woche ist es soweit. Ja, und die Bayern spielen in Barcelona und Wolfsburg kriegt es mit Lille zu tun. Und die Spiele und mehr schauen wir uns jetzt dann an. Oddspedia, the Sports Betting Community. So sieht's aus. Also ich muss sagen, gerade letztes Jahr war Fußball irgendwie nicht so interessant wie in dieser Saison. Hat wahrscheinlich zu tun damit, dass die Fans wieder da sind. Auch dass vielleicht ja, man es akzeptiert hat, dass alles so wie es ist, ist. Und mit den Worten gehen wir gleich los, während du was trinkst. Dann sage ich auch Prost, ich kann auch trinken. Allerdings antialkoholische Energy Drinks. Young Boys Bern gegen Manchester United. Wer ist back? Cristiano Ronaldo, riesige Überraschung. Man hat eigentlich erwartet, dass er nach Paris oder zu Man City gehen würde. Aber Man United hat einen Zuschlag bekommen. Und das ja, erste Spiel von ihm war dann schon mal erfolgreich mit 2 Toren. Young Boys Bern, da kommen ja viele Trainer her, die danach irgendwie in Deutschland erfolgreich sind. Was sehen wir denn bei dem Spiel? Ja, ich finde sehr interessant die Quote aus Manchester United, die ist sogar 1,4 und das ist ja pures Value. Du hast ja gesagt, Ronaldo ist weg und das macht Manchester United ja zum Top-Favoriten in dieser Champions League oder zumindest zum größeren erweiterten Kreis und dazu müssen sie natürlich hier gegen Young Boys mit einem Sieg starten. Ein Asian Handicap minus 1 auf Manchester United, das ist eine Sache, die man machen kann, da kriegst du eine 1,66. Ich bin nun mal kein Freund von Kombi-Wetten, aber in diesem Fall würde ich das mit einer anderen Wette an diesem Champions League-Spieltag noch kombinieren, die wir dann später finden. Aber behalten wir jetzt mal im Hinterkopf, auch diese 1,4er-Quote auf Manchester United ist schon eigentlich Value. Mir gefällt der Radek zur neuen Saison 21-22. Weil so 1,4er-Quoten mache ich ja auch ganz gerne bei der NBA, dass ich sage, wo ich mir sehr sicher bin, dass die gewinnen, 2 1,4er kombinieren, wenn man das dann halt findet, für einen guten Verdoppler. Und ja, Manchester United, mir haben die Asian Handicaps jetzt auch nicht gefallen, aber die 1,4 ist doch ganz heiß. Sevilla spielt gegen Red Bull Salzburg. Red Bull hat, glaube ich, in den letzten 1-2 Jahren für mehr Furore gesorgt. Die Frage ist, können sie das wieder schaffen, Sevilla vom Namen her irgendwie stärker als in der Wirklichkeit oder kommen die wieder zu Euroleague bzw. Champions League Glanz? Ja, die sind ja eher eine Euroleague-Mannschaft und die Quote ist ein bisschen zu niedrig. Salzburg ist so eine Wundertüte, kann man ganz schwer sagen, wie die sind. Sehr, sehr junge Mannschaft, neuer Trainer. Der vorher die zweite, glaube ich, trainiert hat, Liefering oder wie die heißen. Und das ist ja schwierig einzuschätzen. Also ja, Jaisle heißt er. Und die ja, Salzburg hat jetzt 3-1 in der österreichischen Liga gegen Tirol oder so gewonnen. Das ist halt auch jetzt was, kann man ganz schwer sagen. Sevilla hat so eine auch eher ja, mittelmäßige Mannschaft eigentlich, so was hier die Champions League betrifft. Die werden beide wahrscheinlich nicht jetzt über die Vorrunde hinauskommen. Und da würde ich mich einfach zurückhalten, da sehe ich nichts zu retten. Ich würde auch mal abwarten, die Quoten sind, glaube ich, so, wie man es am Anfang einer Saison erwarten könnte, Sevilla der Favorit. Aber man muss mal wieder schauen, ob Salzburg es schafft anzuknüpfen an die letzten ein, zwei Saisons oder ob sie jetzt einfach schwächer sind. Aber dann kommt schon das Highlight-Spiel am ersten Spieltag in der Champions League, zumindest am Dienstag. Da sind ja viele, ich sage jetzt mal David gegen Goliath, ist wahrscheinlich übertrieben, aber viel Favorit gegen klaren Underdog. Bei Barcelona gegen Bayern könnte es ja theoretisch auch so sein. Wir schauen uns gleich die Quoten an. Spannend hier dabei ist, Bayern hat nur 1 der letzten 5 Spiele gewonnen. Aber welches sie gewonnen haben, ich glaube, daran erinnern wir uns alle noch. Denn das ging, Quizfrage an dich, Radek, ich weiß zwar zu 99,9%, dass du das jetzt weißt. Falls ja, nick jetzt schon mal. Falls nein, mach ganz unauffällig so, dann verrate ich es, um deine Kompetenz nicht anzugreifen. Wieso das? Die haben doch jetzt gerade gegen Leipzig gewonnen. Wieso die letzten? Gegen Barcelona. Gegen Barcelona, ja, im direkten Vergleich, genau. Ja, das war natürlich das Halbfinale, wo sie 7-0 oder 7-1, 8-2. Ja, 8-2, ganz genau.
Und deshalb bin mit ich jetzt. Barcelona noch hat Bayern sie zerstört auf dem Weg zum Champions League Titel. Das erwarte ich jetzt nicht unbedingt, auch wenn Barcelona so dahin dümpelt. Ist leider die Quote auf Bayern ein bisschen zu schwach. Ich tendiere hier zu einem Unentschieden, weil Bayern hat jetzt gerade ein schweres Spiel gegen Leipzig gehabt, dann spielen sie auswärts. Also, dass sie jetzt hier so klare Favorit sind, sehe ich jetzt gar nicht. Dafür hat Barcelona noch auch viel genug andere gute Spiele. Und Barcelona hat ja definitiv was zu beweisen. Man redet ja da ganz gern, die spielen mit einer Chip on the Shoulder. Also, dass sie halt irgendwie, weiß gar nicht, wie man das auf Deutsch sagen kann, aber die können jetzt beweisen, dass sie auch ohne Messi ein Weltklasse-Verein sind. Haben jetzt zumindest auch die letzten vier Spiele nicht verloren. Vielleicht kehrt da noch ein bisschen Ruhe ein. Mit einem erfolgreichen Spiel gegen Bayern würde wahrscheinlich viel mehr über das neue Barcelona gesprochen werden. Und bei einer Niederlage würde man sagen, ja, Barcelona ohne Messi. Aber ich bin mir auch nicht ganz so sicher, wie Bayern performt. Das Spiel gegen Leipzig, ich glaube, du hast es auch gesehen, wir haben es beide gesehen. Es war überragend. Also der Offensivfußball wirklich, wirklich klasse. Und man hat nichts mehr von den ersten 2, 3, 4 Wochen unter Nagelsmann gesehen. Da war schon wieder der übermächtige FC Bayern am Start. Und deshalb bin ich gespannt, ob die jetzt wieder so Woche für Woche durchperformen oder ob Leipzig vielleicht doch schwächer ist, als wir alle vermuten. Das wird sich erst in der Zukunft zeigen. Einen habe ich noch. Ich habe mir die Marktwerte der beiden Teams vorher gerade mal angeschaut. Und Barcelona kommt auf einen Kaderwert von um die 600 Millionen. Bayern auf 800 Millionen. Und da muss man aber mal sagen, dass ich finde, dass viele Spieler bei Barcelona überbewertet sind und bei Bayern unterbewertet. Also die wahre Schere driftet noch ein bisschen auseinander, wenn man sieht, dass Ter Stegen einen Marktwert von 60 Millionen hat, aber nur die Nummer 2 in der Nationalmannschaft sitzt hinter Neuer, der ja nur noch einen Marktwert wegen seines Alters von 18 Millionen hat. Also deswegen auch ein Frenkie de Jong, der einen unfassbar hohen Marktwert hat und auf eine Stufe mit Kimmich gesetzt wird, aber de facto mit seinen Holländern bei der EM auch nichts zerrissen hat. Der hat schon sehr viele Vorschusslorbeeren, ohne jemals irgendwie irgendwas gewonnen zu haben. Und auf der anderen Seite habt halt bei Bayern haufenweise Leute, die eben schon diese Champions League gewonnen haben, die bisher im Halbfinale nur knapp gescheitert sind. Und alles in allem Bayern zu Recht Favorit, aber in so einem Spiel, ja, ist schwer zu sagen. Finde ich die Quote einfach nicht gut genug, um darauf zu setzen. Aber das Unentschieden würde mich total reizen. Für eine Vierteleinheit kannst du eigentlich nichts verkehrt machen. Das finde ich auch, denn wir dürfen eins auch nicht vergessen. Es ist hier das erste Spiel in der Gruppenphase. Beide Teams werden sehr wahrscheinlich sich für die K.O.-Phase qualifizieren und da ist es jetzt nicht wichtig, ob du das erste Spiel gewinnst oder verlierst. Im Gegenteil, ein Unentschieden auswärts gegen Barcelona würde vielleicht sogar schon reichen. Also ich finde auch, eine Vierteleinheit auf Unentschieden kann man hier definitiv machen, damit macht man nichts Verkehrtes. Dann sind wir auf einmal beim aktuellen Titelverteidiger FC Chelsea mit dem Tuchel-Thomas, der jetzt seine erste volle Saison mit diesem Team ran darf. Dann mit dem ersten Gegner, die Zenit St. Petersburg, kommt eigentlich schon ein Dauergast in der Champions League, der eigentlich aber nie was zu melden hat. Ich weiß nicht, Asian Handicap. Habe ich jetzt generell kein gutes Gefühl bei Chelsea, die ja dann noch gern 1-0, 2-0 hinten zumauern. Hätte ich jetzt gar keinen Bock, großartig zu schauen. Oder siehst du was, außer einem langweiligen Chelsea-Sieg? Ja. Nee, da kannst du nur verlieren, weil diese Quote auf Chelsea ist halt sehr, sehr niedrig und Zenit kannst du halt überhaupt nicht sagen. Im Normalfall erwartet man einen Chelsea-Sieg von 4-0, sag ich mal, aber da jetzt drauf zu wetten, das gibt nichts her, deswegen keine Wette. Du bist ja gerade in Portugal, Lissabon spielt in der Champions League, ich glaube sogar beide. Wir sind jetzt aber erstmal bei Benfica Lissabon. Die haben es mit Dynamo Kiew zu tun und zwar auswärts. Gibt es da irgendwas in Portugal, was man munkelt auf der Straße, was uns zu einer Wette helfen könnte? Was munkelt die Lissabon? Auf der Straße munkeln nur die Drogendealer. Da wird da alle 5 Minuten angesprochen, Hasch, Kokain und so weiter. Aber auch nur du wahrscheinlich, weil... Ein Drogendealer hat mir gestern eine gute Sportsbar empfohlen, wo ich dann Bayern gegen... Lässt mich nicht ausreden. Ja, ich habe doch die wesentlich interessanten Stories wahrscheinlich auf Lager. Also lass du mich doch ausreden. Richtig, aber wenn ich dann quasi so umschalte, dann wollte ich einen ganz witzigen Einspieler quasi bringen, den du dann hättest aufgreifen können. Funktioniert jetzt nicht mehr, dann zu deiner Hauptstory.
sorry, hätte ich mich wahrscheinlich schickig gelacht. Jedenfalls wird man hier alle 5 Meter angesprochen, ob man Hasch oder Kokain kaufen will. Und die sind total nett, diese Drogendealer, deswegen rede ich dann öfter mal mit denen und sage natürlich, nee, sowas mache ich nicht, interessiert mich nicht. Und am Ende hatten wir dann eine gute Sportsbahn empfohlen, wo ich dann Bayern gegen Leipzig schauen konnte. Und ja, also von daher nicht gleich immer den Bodensatz der Gesellschaft irgendwie abtun. Das sind auch nur Menschen, die ihr Geld verdienen wollen. Und das habe ich hier in Lissabon gelernt. Aber fußballertechnisch habe ich gelernt, dass Sporting Lissabon ja angeblich der beste Club der Welt sein soll, wenn es nach den Fans geht. Ich meine, warum sollen die sich das ausdenken? Über Benfica kann ich jetzt echt nichts sagen oder wenig. Deswegen gehen wir mal weiter. Sporting spielt ja zu Hause dann am Mittwoch in unserem nächsten Video. Genau. Ich habe mir überlegt, ob ich ins Stadion gehe. Das ist ja nicht so weit weg, aber da kostet halt so eine einigermaßen gute Karte, so um die 80 Euro. Und dann haben wir gedacht, ja, dann gehe ich doch lieber wieder in meine Sportsbar. Dafür kriege ich 20 Bier und kann das Spiel aus mehreren Kameraperspektiven sehen. Und das ist Value dann in der Sportsbar, dass man im Stadion halt viel Geld bezahlt dafür, dass man nur eine Perspektive hat und dann mal kurz aufs Klo muss, dann fallen immer die Tore. Ja, genau, das ist echt. Ohne Wiederholung. Das ist echt Value. Gibt es nicht mittlerweile, dass auch die Tore im Stadion gezeigt werden? Ich war schon auch nochmal auf dem Videowürfel oder hier dem Schild da. Ja. Egal. Wir sind in Spanien angekommen und zwar spielt der FC Villarreal, die ja, weiß nicht, wer da draußen die Reportage auf The Zone gesehen hat, wo ja Ronaldo mittlerweile aktiv ist, die haben es mit Atalanta Bergamo zu tun, mit unserem Gosens, dem Nationalspieler, ein sehr, sehr ausgeglichenes Spiel von den Quoten, da spricht er eigentlich schon aus Prinzip, dass man unentschieden macht und dann einfach guckt, was passiert, oder? Hast du da eine Idee? Absolut. Also wenn man keine Ahnung von beiden Teams hat, kann man entweder auf Unentschieden tippen oder man lässt es sein. Und ich lasse es einfach sein, weil das ist einfach die höchste spekulative Wette, die man hier anstellen kann. Weil das ist überhaupt in dieser Champions League natürlich am Anfang mal extrem schwierig, da diese Quervergleiche zwischen Ligen zu ziehen. Und, ja. Definitiv. Wir haben vorhin geredet über den Herrn Cristiano Ronaldo, der zu Manchester United gegangen ist. Gekommen ist er von Juventus und die spielen jetzt in der ersten Runde gegen Malmö aus Schweden, Auswärtsspiel. Wir brauchen immer noch unser zweites Spiel für den potenziellen Verdoppler. Vielleicht... Ja. Oh! Ja, genau das ist es nämlich. Das war meine Doppelwette mit Manchester United und Ronaldos Ex-Club Juve. Klar sind die jetzt ohne Ronaldo ein bisschen geschwächt, aber hallo, die haben Federico Chiesa und der war mein absoluter Lieblingsspieler bei dieser Fußball-Europameisterschaft. Wenn er spielt, der hat jetzt auch ein geiles Spiel in der Serie A gemacht, der ist einfach sensationell geil. Und dann haben sie noch den anderen Locatelli geholt von Sassuolo, der auch bei der EM aufgetrumpft hat, Chiellini und Bonucci. Haben sie sowieso. Also der Abgang von Ronaldo ist vielleicht gar nicht mal so ein krasser Nachteil für Juve. Da müssen die anderen mehr in die Bresche springen und da haben sie immer noch genug Qualität und müssen definitiv gegen Malmö gewinnen. Dafür ist die Quote super gut mit 1,5. Ja. Auch ihr Asian Handicap minus 1 auf Juve absolut auch korrekt, wenn man darauf eine Einzelwette platziert. Ja. Juve-Sieg und Manchester United-Sieg kombiniert in einer Doppelwette gibt einen Verdoppler. Also sehr schön. Finde ich sehr. Und was mir auch der Mut macht, Juve hat die letzten 6 Auswärtsspiele nicht verloren, dann müssen sie jetzt einfach nicht nur nicht verlieren, sondern noch ein Tor mehr schießen als Malmö, dann klappt das schon mit der Wette und mir geht es genauso, war mein absoluter, nicht nur Lieblingsspieler vom italienischen Team, sondern für mich auch der Finals-MVP und wahrscheinlich auch vom Turnier, weil im Halbfinale war auch schon überragend. Und dann kommen wir zu unserem zweiten deutschen Club, der in der Champions League ist, die haben es jetzt zu tun mit Lille. Und Lille, die haben ja jetzt einen auch deutschen ehemaligen Nationalspieler geholt, der das neue Licht dieses Teams ist, aber jetzt aufgrund medialer Ereignisse, vielleicht bereuen die das schon so ein bisschen, geht natürlich um. Genau. Kommen wir zu den Quoten. Jetzt habe ich dich kurz nicht verstanden.
Ach so. Egal. Wir sind bei Lille angekommen gegen Wolfsburg. Trauen wir da den Wölfen was zu? Wir haben es hier gerade in den News schon gesehen. Der Van Bommel hat das Bayern-Gen reingebracht. Sie sind ja das einzige Team in der Bundesliga, das alle vier Spiele gewonnen hat. Nur ein Gegentor. Sie sind in einer Gruppe, wo ein Weiterkommen möglich ist. Aber gegen Lille muss da auf jeden Fall gepunktet werden, oder? Oh ja, das ist halt der Überraschungsmeister aus Frankreich. Den hat er letztes Jahr auch jetzt nicht jeder was zugetraut, sondern sind die Meister geworden von PSG. Und jetzt sind sie in der Champions League und da traut man ihnen ja tendenziell auch nicht zu, weil man halt viele Spieler auch gar nicht kennt und die der Top-Torjäger Burak Yilmaz ist ja auch schon irgendwie 36 oder so, aber nichtsdestotrotz sensationell, was die da geleistet haben letztes Jahr. Tendenziell muss ich aber auch sagen, Wolfsburg extrem gut eingekauft, extrem verbessert und starker Kader. In der Bundesliga, die Ergebnisse waren halt immer so hoch, wie sie springen müssen, sind sie gesprungen, um zu gewinnen. Jetzt ist hier eigentlich fast ja auch ein Siegpflicht und es ist aber unmöglich, hier zu sagen, wie Wolfsburg sich auf dem internationalen Parkett zeigen wird. Also ich lasse da die Finger davon, weil ich Lille da überhaupt nicht einschätzen kann und tendenziell macht man da einen Fehler, wenn man nicht beide Mannschaften so gut kennt und deswegen sollte man das nicht tun. Ja, voll gemein, dass du jetzt gerade weg warst. Ich wollte eigentlich gerade eine Falle mit Lyon und Lille stellen, aber und Boateng, das hat jetzt nicht... Ja, ich habe es jetzt echt nicht gecheckt. Ich dachte, ich hätte einen Transfer übersehen, aber dass Boateng bei Lyon ist, das weiß natürlich jeder, aber ich weiß nicht, wer bei Lille ist, sonst Renato Sanchez ist natürlich, aber der ist ja kein Deutscher, sondern eben Portugiese, aber verletzt, den ist immer verletzt. Egal, ich wollte was ausprobieren, auch dieser Witz ist aber wegen der Verbindung in Verruf geraten. Burak Yilmaz, der hat mich bei der Europameisterschaft extrem gestresst, weil er die ganze Zeit nur geschrien hat und wie eigentlich alle Türken auf dem Feld. Aber der ist mehr durch Schreien aufgefallen als durch Leistung. Hier hat er anscheinend in 5 Spielen schon 3 Tore gemacht in der Liga. Respekt dafür, Wout Weghorst, natürlich der Spieler beim VfL, der genau da weitermacht, wo er letztes Jahr aufgehört hat. Toller Spieler. Und ja, dann haben wir eigentlich alle Partien durch. Wir haben genau 2 Wetten. Eine ist eine Kombi-Wette, die hat mit Ronaldo zu tun, Radek. Ja, die Manchester United Double Bet mit Juve und beide sollten ihre Auswärtsspiele gewinnen, dann kriegst du mehr als eine Quote von 2,0 und das ist doch top. Das ist sehr gut und die zweite Wette ist dann eine Einzelwette. Wir setzen darauf, dass Barcelona gegen Bayern unentschieden spielt. Das machen wir mit einer Vierteleinheit und können dann fast eine gewinnen bei einer Quote von 4. Ich hoffe, ihr habt auch ganz viele Meinungen zu diesen Spielen. Passt immer auf bei dem ersten Spieltag, genauso wie in der Bundesliga. Da macht es mehr Sinn, teilweise einfach mal die Finger stillzuhalten, die Spiele zu genießen, zu hoffen, dass wir eine tolle Champions League-Saison erleben werden mit klasse Spielen. Und wir sehen uns dann spätestens morgen mit dem zweiten Video zum ersten Champions League-Spieltag. Bis dann. Ciao. Oddspedia, the Sports Betting Community.